Hallo liebe YouTuber. So, und auch nach Ostern gibt es dieses Jahr noch Tulpen. Und es gab schon Jahre, in denen gab es, oh, Moment, sorry, die sind so eng gepackt hier in dem Korb. Es gab schon Jahre, da gab es nach Ostern keine Tulpen mehr. Aber heute gibt es einen tollen Tulpenstrauß und ich erzähle auch einiges noch um die Tulpe rum, was man beachten muss, wie man den toll bindet. Das kommt jetzt gleich im Video. Mein Kunde hat einen gemischten Tulpenstrauß gewünscht und den werde ich jetzt auch im Video schön binden. Was wir immer machen, um Tulpen zu zählen, ja, und um die Stiele besser zählen zu können und schneller, zähle ich die nicht hier oben, weil hier gibt es nämlich so wunderbare Exemplare, die Tulpen, die, guck mal, das ist ein Tulpenstiel, ja, und da sind drei Blüten dran. Das ist natürlich echte Premium-Qualität. Das heißt, von oben habe ich eigentlich keine Chance mehr, die zu zählen, sondern ich mache das einfach, wenn ich jetzt gleich mal die Tulpen in der Hand habe. Aber ich brauche noch ein paar, dann mache ich das von unten. Es ist auch noch relativ kalt draußen und deswegen gehen die Tulpen noch nicht so schnell auf. Das ist eigentlich toll. Ich hoffe, dass es mal wärmer wird. Aber im Moment ist es so. Und auch wenn man Tulpen hat, so, jetzt muss ich mal zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Wow, das sind nur 13 Tulpen. Ich brauche ein paar mehr. Mein Kunde hätte gern ein paar mehr. Und für meinen gemischten Tulpenstrauß. So. Und ich möchte natürlich auch schönes Grün dazu binden. Ja, also wenn man so einen Tulpenstrauß hat, nachts kühl stellen hilft sehr, sehr, dass die Tulpen wunderbar ja, schön knackig bleiben. Und bei Tulpen schneiden wir nicht an wie bei Rosen, also dass wir so einen schrägen Anschnitt machen müssen, sondern was wir oft machen ist, mit dem Herd legen die so an die Tischkante und machen einfach klack, klack. So, und schon sind die Tulpen alle angeschnitten. Geht also ratzfatz, braucht man gar nicht so furchtbar viel Zeit. Ist eine tolle Geschichte. Und es gibt auch noch ein anderes wunderschönes Grün und das ist Glanzmispel. Ich hole hier mal ein bisschen was. Da reichen eigentlich schon, die ist so toll, da reichen schon zwei Stiele. Also das ist Glanzmispel, die heißt auch Photinia Red Robin auf Lateinisch. Und das ist so ein Gewächs, die sieht man jetzt ganz oft in den Gärten und die haben diese schönen roten Spitzen. Die sehen traumhaft aus. Und ich glaube, die kommen eher aus Italien oder so, weil in unseren Gärten, da sind diese Beeren noch nicht so ausgeprägt. Und ich würde die jetzt einfach noch, wenn ihr sie im Garten habt, dann wartet noch mal so 3, 4 Wochen und dann sind die so hübsch wie mein Exemplar. Und dann kann man die ganz toll, weil die wuchern so raus in diesen Hecken und dann kann man die ganz toll schneiden und die sehen dann wunderschön aus in den Sträußen. Wenn es da noch Tulpen gibt, aber ihr findet sicher auch andere schöne Blüten, die man dazu binden kann. Und mein Projekt ist heute, einen Tulpenstrauß mit Glanzmispel, mit Eukalyptus zu binden. Und in der Spirale natürlich. So, und wie immer putze ich mir mein Grün vorab. Und bei den Tulpen, das ist ja auch immer eine Frage der Haltbarkeit. Wir wollen eigentlich keine Blätter im Wasser. Deswegen muss ich auch bei den Tulpen die unteren Blätter, die müssen einfach ab. Ja, die dürfen nicht ins Wasser, weil dann wird das Wasser natürlich schneller schlecht. Und das wollen wir nicht. Der soll ja schön lang halten. Und da das jetzt auch nur Tulpen sind, ist es natürlich eine klasse Sache, weil die wachsen ja immer weiter, wie ihr wahrscheinlich wisst von euren Sträußen. Wenn man Tulpen und Rosen zum Beispiel gemischt im Strauß bindet, dann wachsen die Tulpen weiter und die Rosen bleiben stehen und das sieht dann immer so ein bisschen aus, als ob der Florist nicht binden könnte. Aber man kann das leider nicht ändern, ja. Und man kann auch nicht so. Und man kann natürlich auch nicht die Tulpen, die wachsen halt.
Auch bei dem Eukalyptus möchte ich gern keine Blätter im Wasser. Wenn ich den jetzt so abblättern will, habe ich echt wenig Chance. Das ist der Eukalyptus Baby Blue, heißt der. Der hält ganz toll. Es gibt ganz viele Eukalyptus-Sorten. Ich kann den super abblättern, indem ich da von unten nach oben mache. Ja, es ist bei jeder Pflanze anders. Und bei dem ist es also so rum. Ich kann den also nochmal hier einmal sehr schön teilen. Und ich möchte gerne diese Stiele schön sauber. Und das Tolle ist auch, also jeder Koala-Bär, der würde mir jetzt wahrscheinlich die Finger ablecken. Die riechen total nach Eukalyptus. Das ist der Hammer. Ja, wahrscheinlich ist es ein paar Meter um mich herum. Riecht alles schon nach Eukalyptus. So, und so kann ich also diese Blätter ganz lässig abstreifen. Die andere Richtung, die funktioniert definitiv. Hier nochmal der Beweis, ja. Keine Chance. Die funktioniert nicht. Es halten nicht alle Eukalyptussorten so gut. Deswegen ist das jetzt eine meiner absoluten Lieblingssorten. Und ach, ich wollte noch mal was zu dem Tulpenstrauß, ja, einfach so im Vergleich. Das ist jetzt natürlich schon schön, ja, aber es geht noch eigentlich noch viel schöner, weil man einfach so diesen Vergleich sehen muss. Wir haben jetzt gerade zwischendurch mal ein Foto gemacht, um dieses Vorher-Nachher, wie so ein Strauß aussieht, ein Strauß gebunden mit Grün im Vergleich zu einem Strauß, also zu den Tulpen, die ohne Grün natürlich auch schon sehr dekorativ und sehr schön sind. Aber Grün macht unheimlich viel Stimmung in den Sträußen und in den Blumen. Und diesen Vergleich, den wollte ich dir wirklich zeigen. Das ist richtig, richtig klasse, was das ausmacht. Und die Leute gucken auch immer und sagen, oh, sie haben aber schöne Grünsorten. Sag ich mal, ja, da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich mache trotzdem beim Binden, ich mache immer noch mal ein paar Blättchen ab von meinen Tulpen. Das ist so ein Automatismus, wenn mir da zu viel Grün dran ist, dann wird da einfach noch mal ein Blättchen abgezogen. Und auch wenn hier was ist am Stiel, ja, wenn das zu fest ist, dann nehme ich kurz die Gartenschere. Aber auch da wird natürlich das Grün auch abgemacht. Und diese Tulpen, die Tulpen werden nach Gramm, also in der Qualität nach Gramm beurteilt. Und wenn man jetzt so eine Tulpe hat, ja, das ist ja auch ganz interessant, wenn man mal einen Daumen, meiner ist nicht so sauber, es tut mir leid, aber das bringt der Beruf mit sich, ja. Man sieht also schon den Unterschied, wenn so ein dicker Tulpenstiel ist, dann ist das auch ein Zeichen von Wertigkeit der Tulpe, weil je dicker die Stiele sind, desto je mehr Gramm die Tulpe hat, desto höher ist sie im Preis oder desto qualitativ, desto besser wird sie beurteilt. Und das sind jetzt sehr, sehr, sehr schöne Exemplare, die ich hier habe. Aber für euch nur das Beste, und das wollte ich ja auch im Video so zeigen. Und was natürlich auch der Fall ist, dieser Tulpenstrauß, der wird sich noch entwickeln. Der hat noch nicht die ganze Farbe, weil die Tulpen sind einfach noch so knospig, dass der noch sehr viel Entwicklung vor sich hat. Und beim Thema Spirale, ja, sind wir auch immer wieder, weil es gibt ja auch Sträuße. Einer meiner nächsten Videos, das wird auch ein Strauß zeigen, der also so groß ist, dass ich kann den jetzt hier gerade noch so in Händen fassen, aber selbst wenn ich in der Spirale binde, wenn jetzt, ich sag mal, so ein Stückchen dazwischen wäre, dann würden die Blumen dadurch, dass ich die in der Spirale binde, die würden nicht rausfallen. Ja, das ist natürlich der Sinn dessen, dass ich in der Spirale binde. Tulpen brauche ich nicht schräg anschneiden, kann ich einfach nur hier mit der Schere anschneiden und kann diese Tulpen jetzt binden und guck auch hier, wie gesagt, wenn noch Reste da sind von den Blättern, werden diese Reste einfach rausgezupft und der Tulpenstrauß ist jetzt schon im Vergleich dazu, wie das vorhin ausgesehen hat. Ohne Grün ist das natürlich eine ganz andere Fülle. Ich binde mit Bindebast. Der Bindebast ist natürlich immer schön stabil. Und wie immer, mein alter Trick,
Ich nehme den Bast, schlinge einmal rum und schlinge dann nochmal rum. Also ich schlinge immer doppelt und so kann ich schön festbinden, festziehen und der Bast kommt, also der löst sich nicht, der geht nicht zurück und ich kann eine ganz tolle feste Bindestelle machen. Ich zeige euch jetzt auch mal, was Vasen ausmachen für Tulpen, ja, oder überhaupt für alle Schnittblumen. Wenn ich jetzt eine normale Vase habe, dann steht der Strauß natürlich so auf dem Tisch. Und ich habe jetzt hier also auch sehr, 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 sehr schöne Vasen. Die sind richtig dick und richtig wertig. Und das ist so eine Vase, die ist ein bisschen höher und die macht auch gleich viel, viel mehr. Ja, der Strauß wirkt größer und langstieliger, weil je länger die Stiele, desto teurer sind auch die Blumen. Ja, und hoch macht natürlich auch sehr, sehr wirkungsvoll. Und dieser, ja, nochmal zum Thema Vase, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil das ist auch genau die gleiche Vase. Habe ich ein schönes Beispiel. Und zwar, wenn ich eine Orchidee nehme, das ist jetzt auch ein traumhaftes, außergewöhnliches Exemplar. Es hat auch schon einen Fan gefunden. Ja, diese Orchidee ist auch ein bisschen schön dekoriert. Ich habe auch ein tolles Video gemacht, wo ich Orchideen dekoriert habe. Da hatte ich ganz tolle Ideen. Das war in 2019, aber Orchideen dekoriert man jedes Jahr. Es ist also wirklich ein Evergreen. Und ja, diese Orchidee ist jetzt hier schon sehr schön. Aber es macht es natürlich auch wieder, wenn man so ein schönes, hier man merkt, dass es für ein dickes Gefäß ist, ja, wenn das so richtig fest ist. Und ich liebe große, große Gläser und die gleiche Orchidee, wenn ich die jetzt in dieses Gefäß stelle, das ist Wahnsinn, wie das wirkt, ja, und wie viel wertiger und wie viel edler diese Orchidee ist. Und ich muss sagen, bei mir zu Hause stehen die natürlich immer in solchen Gläsern. Wir verschicken diese schönen Gläser auch, das sind also wirklich toll, gibt es nicht mehr allzu viele, ich glaube, ich habe 4, 5 Stück davon. Aber das sind also solche Gläser und ich habe auch in Dunkel habe ich so schöne dicke Gläser, auch in dieser Höhe, genau das Format. Und also diese Topfpflanzen da reingestellt oder wie gesagt auch für Sträuße ist mega. Finde ich einfach ganz, ganz, ganz klasse. Ja, und das musste ich mal gezeigt haben. Kleiner Trick auch immer, dass die Gefäße nicht so schnell dreckig werden. Ich mache einfach ein Stück Alufolie rein. Und dann wird das Gefäß, dann kriegt es nicht diesen hässlichen Rand. Ja, das ist natürlich auch immer eine schöne Vereinfachung. Aber mein Tulpenstrauß, der ist jetzt bestellt. Der geht hier in einem schönen Flowerbag zum Empfänger. Und das ist ein ganz lieber Gruß. Der Kartentext, der ist natürlich geheim, weil hier ist dann der schöne Gruß, alles Liebe. Und der kommt dann zusammen mit unserem Flyer, kommt der zusammen hier in dieses Täschchen. Ja, da haben wir eine kleine Tasche, da kommt dann nachher noch die Anschrift drauf. Dann gibt es ein Frischhaltemittel. So, das kommt da auch noch rein, das sind also alle Zutaten. Und der Strauß, der ist hier mit Wasserversorgung in diesem Bag. Und dann kann man ganz einfach zum Empfänger und kann dieses hübsche Bag vor die Tür stellen, kann klingeln und eine kontaktlose Übergabe ist damit möglich. Das ist also eine schöne Geschichte. Was wir auch immer machen, wir liefern sehr, sehr viele Sträuße und das ist natürlich die perfekte Lieferung. Ja, aber das war jetzt also für heute der Tulpenstrauß mit Eukalyptus und Glanzmispel gebunden. Und ich mache nochmal einen Link zum Tulpenstrauß mit der perfekten Manschette. Ja, gibt es auch eine ganz tolle Art, wie man den schön verschenken kann, was ganz sehr edel aussieht. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch und sage einfach bis bald. Tschüss, alles Liebe!